Fort einbrechen. Wir müssen in das Fort einbrechen. Und das sieht nach einer Menge Action aus. Oder Stealth-Action, besser gesagt. Ah, hier sieht es so aus, als können wir hier hochklettern. Jawohl. Wir hätten auch da weitergehen können, aber ich werde hier diese Wache mal ausschalten. Hallo! Aua! Oh, super. Jetzt wissen die auch schon alle, dass wir da sind. Oh Gott, hätte ich das mal gar nicht gemacht. Geht das schon gut los. Aber wie hat er uns denn gesehen? Komm hier hin. Kann ich nicht pfeifen oder so? Hallo? Ist denn da noch einer drin mit dem? Nee. Bam! So. Hier ist eine Runde baden. Gehen wir mal weiter und schauen mal, ob wir hier... Mal kommt die Sonne raus, mal ist Regen, so richtig Aprilwetter. Die Frage, die ich mich jetzt immer noch stelle, wie komme ich da rein? Wetter ich hier überhaupt richtig oder weil ich die ganze Zeit nur außen rum gehe und komme überhaupt nicht rein. Okay. Wow! What the fuck? You there! Stop! Dreh dich um. Drehst du dich jetzt um? Ja, das Wasser sieht richtig cool aus. Also jetzt sieht dieser Regen neben dem Baum richtig toll aus. Ich springe jetzt einfach dahin zu dem. Zack, ist der schon mal weg. Wir haben wieder ein bisschen Real aufgenommen. Sollten mal ein wenig vorsichtiger hier umgehen, weil es sieht förmlich danach aus, als ob jetzt hier auch Außenwachen stehen werden. Kommen wir denn da rauf? Nein, noch nicht. Vielleicht gleich. Mein Gott, was spannend. Hier kommen wir auch nicht rauf. Also gleich sind wir mindestens einmal komplett rum. Und ich weiß nicht, ob das so richtig war. Ja, Edward, jetzt hängst du hier. Und jetzt? Oh, nee. Wie wär's mit darüber springen, Edward? Ah, nein! Oh, toll. Super. Edward, du bist mein Held. Du bist echt der Held, der die Eier ins Feuer hält. Mann. Ah. Ja, jetzt sind wir wieder raus aus dem Sperrgebiet. Toll. Du bist einfach hier hochklettern.
Wow. 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 Bleib doch da drin. Warum klettert er denn immer wieder raus? Ich verstehe das nicht. Hallo. Ach, das gibt's doch nicht. Ja, hallo. Sag mal, Edward. Ja, super, die Alarmglocke wurde ausgelöst. Toll. Edward, du bist echt mein Held. Ah, wie kann man sich nur so dämlich anstellen? Ah, schrecklich sowas. Echt schrecklich. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das mal irgendwie... Mal hier mal ein paar Leute markieren. Da oben den auch. Da unten die Männchen. Vielleicht, dass wir das doch mal ein bisschen anders angehen. Noch ist alles gut. Noch ist alles sehr, sehr schön. Sehr, sehr geil. Du bist ein sehr, sehr geiler Typ. Was ist das? Ach so, ich komme. Oh na! Ja. Bevor sie desynchronisiert ist. Hm. Ich darf also so nicht mehr großartig zurück. Da oben. Stand da nicht gerade einer da oben? Ach nee, der Baum ist rot. Hm. Naja, ein bisschen. Also farbenblind bin ich noch nicht. So viel ist schon mal vorher gesagt. Mal hier riskieren oder halt die Schnauze, halt die Schnauze, einfach die Schnauze. Von hier aus kann man nicht rausschießen, oder? Ne. Schade eigentlich. Aber Edward betäubt sie anscheinend nur wieder. Wie man sieht. Boah, aber da kann er nicht hochklettern. Das ist auch toll. Ja, er ist aufmerksam da oben. Wo ist er jetzt hingefallen? Hallo? Wir haben ihn aus dem Level geschleudert. Das ist natürlich auch gut. Gut, da können wir den anderen auch nochmal ausplündern, den wir hier betäubt haben. Ja, wunderbar. So, dann gucken wir mal, wo wir da reinkommen. Wahrscheinlich können wir jetzt hier hochklettern. Das sieht gut aus. Und dann hier hoch. Ja, sehr, sehr schön. Sehr, sehr geil. Das ist ein sehr, sehr geiler Typ. Kann ich hier welche markieren? Nein. Wow! Mach doch nicht so einen Scheiß. Und erklären wir hiermit, dass falls einer der genannten Piraten sich an oder vor dem 5. September im Jahre des Herrn 1718 einem der obersten Staatssekretäre von Großbritannien oder Irland ergibt,
oder einem Gouverneur oder Vizegouverneur auf einer unserer Anpflanzungen in Übersee jeglichen oder jegliche Piraten, der oder die sich auf diese zuvor beschriebene Weise ergeben, erwartet unser großherziges Pardon für seine oder ihre Akte der Piraterie, die vor dem 5. Januar des folgenden Jahres begangen wurden. Uns wir befehlen und weisen alle unsere Admiräle, Kapitäne und Offiziere zur See an. Hallo, 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 spring! Wow! Wow! What the f- hallo, hallo, Edward. Aua. Ja, das war's gleich schon wieder. Ja, das war's gleich schon wieder, wenn's so weitergeht. Hey, where do you think you're going? Hallo, wieso kann ich denn nicht kontern? Ah, jetzt. Ja, toll, die Alarmglocke würde... Oh, Mann! Jetzt war ich schon so schön im Fort drin und dann mache ich so einen Fehler. Erklären wir hiermit... Ach, jetzt bin ich hier. ...einer der genannten Piraten sich am oder vor dem 5. September im Jahre des Herrn 1718 einem der obersten Staatssekretäre von Großbritannien oder Irland ergibt oder einem Gouverneur oder Vizegouverneur auf einer unserer Anpflanzungen in den Übersee jeglichen oder jegliche Piraten, der oder die sich auf diese zuvor beschriebene Weise ergeben, BÄM! Unser großherziges Pardon für seine oder ihre Akte der Piraterie, die vor dem 5. Januar des folgenden Jahres begangen wurden. Und wir befehlen und weisen alle unsere Admiräle, Kapitäne und Offiziere zur See an, sowie all unsere Gouverneure und Kommandeure unserer Fort, Burgen und andere Orte in unseren Plantagengebieten und all unsere zivilen und militärischen Offiziere, derjenigen Piraten habhaft zu werden, die sich weigern, sich wie beschrieben selbst zu stellen und zu ergeben. Mhm. Komm. Komm zur Kiste. Komm. Sehr schön. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir Körper aufheben. Ja, ich will den Körper aufheben. So, da kannst du schlafen. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir unentdeckt bleiben. Dass wir Cumberlanes Pläne stehlen. Das ist so unsere Aufgabe jetzt. Ah, lass los, 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 lass los. Der kann von mir aus nicht hier liegen. Der kann nicht hier liegen bleiben. Den schmeißen wir noch hier von Bord. Hui! Da kann der pennen. Wir verstecken uns hier hinter. Hier so würde ich sagen. Uah, lass los. Lass los. Oh Gott. Nein, wir verstecken uns hier hinter. Ja, genau. So. Und ja, ich würde sagen, wie es hier weitergeht. Und ob wir gegen die Truppe da unten kämpfen. Der eine, der macht so ein bisschen Aerobic oder sowas. Keine Ahnung, oder Akrobatik. Wir müssen da unten in erbeuten und das Ganze sehen wir in der nächsten Folge. Da werden wir Chamberlains Pläne stehlen. Also schalte das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Assassin's Creed Black Flag Mimian Reflex. Also mach's gut. Tschüss.